Ein Bild mit Seltenheitswert. Sorgfältig in blaue Folie eingepackt ist das Inventar der St. Alexanderkirche in der Altemter Ortschaft Villershausen. Grund dafür sind umfangreiche Restaurationsarbeiten an den Kirchenfenstern und der Bemalung des Kirchenschiffes. Im Jahr 1750 wurden die Fenster in die Kirche eingebaut, jetzt müssen sie in einer Fachwerkstatt überarbeitet werden. Eine Spezialfirma aus Paderborn rückte dafür an, um die Elemente Stück für Stück auszubauen. Zu Bruch ging dabei selbstverständlich nichts. Einen frischen Glanz soll auch die Wandmalerei bekommen. Feuchtigkeit hatte den malerisch umgesetzten biblischen Geschichten zu schaffen gemacht. Die Arbeiten an der Kirche kosten 190.000 Euro. Diese werden von der Landeskirche übernommen. Bis die Alexanderkirche ihre blaue Verpackung wieder los wird, vergehen noch einige Monate. Erst im September werden die Fenster wieder eingebaut.